Ja, in diesem Video präsentieren wir euch die Möglichkeiten aus dem Hause Neff, die hier im Kochfeld- und Downdraft-Bereich möglich sind. Und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Buxmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und damit das Essen auch gelingen kann, bedarf es natürlich auch einer hochwertigen bzw. intuitiven Kochzone und natürlich dem passenden Dunstabzug dazu. Jetzt waren wir hier mit dem Harald in der Ausstellung bei Neff unterwegs und habe ich hier dieses Highlight gesehen und habe ich den Harald gebeten, uns das hier nochmal ein Stück weit näher zu bringen, was wir hier alles sehen und natürlich auch für Funktionen haben. Harald? Sehr gerne. Dein Part. Ist ein Fest fürs Auge, oder? Also es, wie gesagt, ist beim Durchgehen haben wir es gesehen, denn ich kenne das, ja. Ist ja kein Geheimnis, Neff, Bosch, Siemens, ja. Dass das alles ein Stück weit zusammengehört. Genau. Aber diese Konstellation, wie sie jetzt hier eingebaut ist, habe ich so ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Okay. Na, wir haben ja auch schon beim Kunden das ein oder andere Kochfeld mit Glasdowntreff eingebaut. Da gibt es ja auch die ein oder andere Küchentour dazu. Ja. Die verlinken wir euch über die Infokarte, da könnt ihr nochmal reinschauen. Und ja, was habt ihr jetzt hier anders gemacht, damit das so aussieht, wie es aussieht? So viel anders ist es gar nicht. Aber wir haben hier die 90er-Variante. Das gibt es ja bei uns in 80 und 90 Zentimeter Breite. Das ist ja auch nochmal bei Bosch nur in 80. Ja, das ist halt so gedacht bei denen. Aber ich muss auch sagen, wenn meine neue Küche zu Hause mal wieder dran ist, so in 2-3 Jahren, dann kommt genau diese Kombination da rein. Ich liebe es einfach, weil wir hier zwei schöne Geräte in einem Ausschnitt verbauen und so wirken die natürlich wie ein Gesamtkunstwerk. Ne? Genau, wirkt wirklich wie ein Kunstwerk. Also ist richtig wertig, richtig schick gemacht. Und wir haben ja eingangs über das Thema Flex-Design gesprochen mit diesen verschiedenen Lisenenfarben. Und das geht hier auch. Diese Lisene hier ist mal in tiefschwarz durchgehend verbaut. So wirken die beiden Geräte harmonisch miteinander verbunden. Das war jetzt, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das war jetzt ja gerade das Geheimnis. Da geht der Harald einfach so drüber. Ja, die Lisene, die ist durchgehend. Ja, die Lisene, die Abdeckleiste, die ist ja eigentlich nur so lang wie das Kochfeld. Ja, genau. Und die verlängern diese wir natürlich. Ist jetzt durchgängig so lang wie die Haube und das Kochfeld. Das liegt natürlich ein Stück weit an der Gewohnheit, weil ich schon so oft gesehen habe. Steht da einfach so genau das Highlight, was es ausmacht. Einfach drüber. Ja. Ganz genau. Aber das ist ja nicht das einzige Highlight. Nee, ich hatte eben schon über Slide und Halt und Twistbett gesprochen. Das sind natürlich unsere allerwichtigsten Alleinstellungen. Und hier muss man das neue Twistbett mal drauf erleben. Schalt doch mal gerade das Kochfeld ein. Wir geben mal Power. Genau. Und auch eine schöne Animation. Ja, und die Kochzonenauswahl erfolgt jetzt, indem du hier das Twistbett einfach in die Richtung kippst, die du verstellen möchtest. Das Twistbett ist ja für alle da. Ja. Ich muss dem Kochfeld also sagen, oben links oder unten links. Und dann natürlich wieder, wie gerade am Backofen, die intuitive Drehbewegung, die ich am Kochfeld sehr gerne habe, weil ich hiermit am sichersten und am schnellsten die Leistungsstufen einstellen kann. Und natürlich einmal die Zifferneinstellung, die ja natürlich dann auch in halber Schritten läuft. Ganz genau. Na? Und die grafische Animation, das Rot geht halt. Genau, ich muss ja immer sehen, was ich da gerade tue. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig. Und der Riesenvorteil eines Twistbeds ist natürlich einmal die Pflegeleichtigkeit. Wenn ich es wegnehme, habe ich eine durchgehende Glasfläche. Ja. Aber natürlich, es liegt auf der Hand, meine Pfoten können halt nicht aussehen, wie sie wollen. Da kann voller Öl und Fett und Ketchup dran sein. Das Twistbed geht immer. Es ist ja nicht nur, wenn es verschmutzt ist, es gibt da wirklich Kunden, die können die Touch-Bedienung einfach nicht bedienen, aus diversen Gründen. Ja. Und für die ist natürlich die haptische Rückmeldung, die haptische Bewegung Gold wert. Ne? Genau. Und ihr habt dann jetzt nicht nur das Twistpad, sondern das Kochfeld hat dann noch ein paar andere Highlights. Ja, neben der gewohnten Flex-Design-Anordnung, wir haben ja hier unsere Flex-Zone auf dem Kochfeld, wo wir eine sehr gleichmäßige Wärmeübertragung haben. Das ist aber jetzt nicht ganz neu, das ist schon fast Standard bei uns. Das bei, bei vielen Kochfällen ja, ist Standard, das stimmt. So. Was wir jetzt neu noch reingebracht haben, ist der Bratsensor. Hast du vielleicht auch schon in eigenen Videos vorgestellt? Habe ich so vorgestellt. Und den haben wir ein bisschen
aufgebohrt, wäre jetzt fast zu negativ. Also, wir können mit dem Bratsensor... Stellt er sich wieder unter den Scheffel, ne? Ja. Weil aufgebohrt, es ist ja eigentlich das, was ihr gemacht habt, ist ja das, was ja Kochen ausmacht. Im Backofen machen wir das ja schon Jahrzehnte. Völlig richtig. Dass wir mit Temperaturen kochen. Auf dem Kochfeld kochen wir mit Stufen. Genau. Der alte Bratsensor war auch mit Stufen. Der neue Bratsensor ist mit Temperatur. Ja. Und das Geniale ist... Darf ich weiterhin? Ja, Entschuldigung. Alles gut. Das Geniale ist ja, dass wir hier, ihr sagt, ihr redet immer von 11 Stufen. Das ist für den Kunden gar nicht so richtig greifbar. Intelligenter wäre wirklich zu sagen, was der Bratsensor wirklich macht, wie ich den einstellen kann, weil ich kann den in 10er Schritten von 70 Grad bis 120 Grad einstellen. Das ist hochinteressant. Und ab 120 Grad bis 220 Grad kann ich ihn in 20er Schritten einstellen. Ganz genau. Und das ist ja wirklich das, wo der Kunde den Mehrwert hat und wo er wirklich den Spaß am Kochen hat, weil er hier wirklich richtig gute, perfekte Ergebnisse erzielen kann. Ganz genau, völlig richtig, Robert. Weil diese Stufen, die du gerade angesprochen hast, das ist ja für mich nur ein Gefühl. Die Leute stellen eigentlich nur ein Gefühl ein. Stufe 5 ist so... A3 Mittelspurfahrer, ne? Stufe 9 ist halt volle Pulle und Powerstufe ist noch besser. Aber kein Mensch weiß eigentlich, welche Temperaturen da anliegen. Man stellt ja nur eine Leistungsstufe ein. Das ist alles sehr technisch. Mhm. Mit dem Bratsensor stehen dann hier wirklich die Ist-Temperaturen, die wirklich gerade in der Pfanne dann vorherrschen. Und das ist halt wichtig auch zum Thema Rauchpunkte, gesunde Ernährung. Da gibt es bestimmt ganz viel Content auf YouTube. Aber Rauchpunkte kochen, vom Öl nicht überschritten werden, dass ich halt gesünder zubereite. Oder wenn ich halt eine Soße einkoche, brauche ich weniger Temperatur. Also es gibt wirklich für die verschiedenen Dinge, die man machen möchte. Ganz genau. Temperaturempfehlung und welche Stufe hat jetzt welche Temperatur? Und das umgeht ihr jetzt, indem ich die Temperatur einstellen kann. Genau. Was natürlich auch mega genial ist, wir haben ja hier das Kochgeschirr. Das Kochgeschirr ändert ja auch die Temperatur, wenn ich jetzt hier was Kaltes reinlege. Ja. Ne? Und der Kochsensor hält aber die Temperatur, die eingestellte, konstant. Linear. Ne? Kann man vergleichen wie der Tempomat im Auto. Im Auto. Genau. Ne? Ich stelle die Geschwindigkeit ein, es geht mal berghoch. Ja. Da wird ein bisschen mehr Gas gegeben. Ganz genau. Es geht bergunter. Dann wird das Gas ein Stück rausgenommen, so dass ich immer konstant meine Geschwindigkeit halte. Bei mir im Münsterland gibt es keinen Berg hoch und Berg runter, aber das ist ein anderes Thema. Das gibt ja noch andere Gegenden in Deutschland und über Deutschland hinaus gibt es auch noch ein bisschen was anderes. Natürlich. Aber ja, quasi in der Bildsprache, denke ich mal, ist das ganz gut zu verstehen, was gemeint ist. Und das ist für mich persönlich jetzt rein von der Technik her wirklich das Highlight beim Kochfeld. Ja. Und was man dazu sagen muss, dass ihr das ja nicht nur, so wie es früher war, auf einer Kochzone habt, sondern bei dem 90er ist es ja jetzt hier auf insgesamt 4 Kochzonen. Ja. Ja. Also ich kann ja wirklich mit 4 Dingen gleichzeitig mit Temperatur kochen. Absolut. Du kannst hier oben einen Schnitzel braten und kannst da unten Schokolade schmelzen lassen bei 70 Grad. Ist alles möglich. Also Soße mit Schokoladenanteil ist total lecker. Reden wir gleich nochmal drüber. Okay. Also, magst du es mal einmal einstellen? Ja, natürlich. Wir wählen hier die untere Stufe an, drücken mal auf dieses Thermomat. Dann haben wir hier die Temperatur eingestellt. Ganz genau. 160 wollen wir nicht. Kannst du dich drehen. Jetzt haben wir gesagt in 20er und jetzt geht es in 10er Schritten weiter. Ja. Bis auf 70 Grad. Auf 70 Grad runter. Ne? Perfekt. Und lässt sich wirklich ganz leicht einstellen. Das ist wirklich super genial. Ganz genau. Also ich finde es. Und dann dauert es eine Weile, bis er natürlich dann hochfährt, die Temperatur erreicht. Dann gibt es ein akustisches Signal. Aber dann fange ich an. Jetzt hat er das akustische Signal und er hat mir angezeigt, wo er mit der Temperatur gestartet ist, also wo er sich gerade befindet. Ganz genau. Er zeigt immer die Ist- und die Soll-Temperatur an. Im Wechsel an, ne? Ja. Das ist sehr cool. Perfekt, oder? Ja, mega. Wie viel darf ich dir verkaufen davon? Warte mal. Nein, also wir haben jetzt wirklich schon mehrere Kunden, die jetzt wirklich auf diese Funktion echt viel Wert legen. Weil es halt der Mehrwert beim Kochen definitiv ist. Genau. Na, vorher mit den 5 Stufen, das war immer ein bisschen schwierig, auch von der Handhabung, aber das ist jetzt wirklich perfekt. Völlige Transparenz beim Kochen. Ich weiß jetzt, was ich tue. Genau. Vorher war es nur ein Gefühl. Ja. Ich finde es mega. Ich auch. Ja. Mega ist auch der Dunstabzug, aber da haben wir ja schon diverse Videos bei uns auf dem Kanal. Ja. Und über die Links findet ihr weitere Technikvideos. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren. Schaut auch gern auf dem YouTube-Kanal von Neff vorbei. Da ist der Harald
mega präsent, macht das mega gut. Danke. Dort findet ihr richtig gute Tipps für die Auswahl eurer Hausgeräte. Das Ganze ist wirklich sehr verständlich erklärt. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert. Tschüss und euer Harald.